Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werden wir die Frage klären, ob Stark Industries wirklich der beste Landing Spot in der Season 4 ist. Dazu werden wir uns die Runden des FCS-Finales anschauen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und lasst natürlich hier auch gerne eine Follow auf meinem Twitch-Kanal da. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die ganzen Runden an. Am Anfang des ganzen Turniers und vor allen Dingen am ersten Tag des Turniers sind eigentlich immer in Stark Industries nur das Trio von Mongral gelandet. Ich glaube, die wurden einmal oder so vielleicht contested, aber in den meisten Runden dort waren die auf jeden Fall uncontested. Das war 7 Runden lang oder so eben halt der Fall. Und in diesen 7 Runden haben die tatsächlich 3-mal den ersten Platz geholt. Einmal sind sie 3., einmal 4., einmal 6. und einmal 7. geworden. Und das ist schon wirklich ein extrem krasses Placement. Zusätzlich haben die 3-mal über 10 Kills geholt, 2-mal noch 9 Kills und 2-mal immerhin 3 Kills, und das alles wirklich in diesen ganzen Runden, wo die wirklich komplett uncontested in Stark waren. Und da würde ich sagen, kann man schon so ein bisschen erkennen, dass das auf jeden Fall an Stark liegen muss und nicht einfach nur so ist, dass die dann eben halt so viele Kills geholt haben, weil man natürlich in Stark Industries die Free Pump Guns bekommt, dann hat Stark Rifles und damit macht man natürlich so unglaublich viele Kills. Zusätzlich hat man unglaublich viele Shockwaves, man hat Splashies und alles und hat damit natürlich unendlich viel Heal, womit man natürlich auch sehr, sehr leicht diese ganzen Kills machen kann. Und dann kam eben halt in der Runde 8 der Moment, wo die das erstmal contested wurden. Und da kommen wir auch direkt zum Problem von Stark Industries, denn Stark Industries ist nur gut, solange man entweder deutlich besser ist als jeder andere, der dort landet, oder solange man eben halt einfach uncontested ist. Solange aber ein Trio dort landet, beziehungsweise generell andere Spieler landen, die auf so einem ungefähr ähnlichen Skill-Level sind, dann verliert man auch mal ganz schnell, wie das zum Beispiel in der nächsten Runde passiert ist, denn dort hat tatsächlich das Trio von Thomas HD Mongrel contested, wodurch die das Ganze dann auch instant verloren haben, und das war die erste Runde, die wirklich schlecht ist. Im Gegensatz dazu hat dann Thomas HD tatsächlich auch die Runde gewonnen, hier genau die 8. Runde, 15 Kills, erster Platz, und das wirklich nur, weil sie in Stark Industries gelandet sind. Danach die Runde auch wieder Stark Industries gelandet, 3. Platz und nochmal 13 Kills, und das ist schon wirklich extrem krass. Die 3 Runden danach waren dann eben mal nicht mehr ganz so gut, weil es eben mal so war, dass dann auch noch mehr Spieler in Stark Industries gelandet sind. Gerade eben mal irgendwelche Trios, die nicht mal wirklich viele Chancen hatten zu gewinnen. Und dann waren da, glaube ich, auch in der Runde 3 oder 4 Trios gelandet, weshalb das dann nicht mehr ganz so leicht waren. Aber in diesen beiden Runden, wo die eben halt wirklich im Prinzip nur das Trio von Mongrel contested haben, haben die eben halt wirklich extrem viele Punkte machen können, extrem viele Placement-Punkte und extrem viele Kills holen können. Und dadurch kann man schon mal erkennen, dass Stark Industries wirklich extrem overpowered ist. Natürlich sollte jetzt nicht hingehen und einfach Stark Industries landen, denn es ist ja im Prinzip nur dieser Fall gewesen, da eben halt zum einen einmal Mongrel eben halt komplett uncontested dort gelandet ist und die eben halt diesen Loot free bekommen hatten. Da ich das Mongrel aber dann das erste Mal gegen ein wirklich gutes Trio gespielt hatte, wie gesagt, vorher sind nur ein paar schlechte Leute dort gelandet, die es gerade so vielleicht mal ins Finale geschafft hatten, mehr so ganz unten im Ranking waren, sollte so nichts mehr zu verlieren hatten. Die konnten Mongrel natürlich easy klappen, aber wenn dann mal ein Trio dorthin geht, was so ungefähr auf einem ähnlichen Skill-Level ist, dann sieht man eben halt direkt, dass sich dieses Blatt auch wenden kann und man dann eben halt auch sehr, sehr schnell sterben kann und dann eben halt das Trio, was das Ganze dort gewinnt, eben halt locker den Free-Win dadurch bekommen kann. Natürlich bekommt man nicht einfach so einen Platz in so, auf so einem Landing-Spot, denn es hat nun mal, oder weiß nun mal jeder, dass dieser Spot so krass ist. Deshalb geht es auch darum, wie gut man insbesondere in Heats in den ganzen Runden davor spielt, und wenn man das eben mal schafft, diesen Landing-Spot zu claimen, beispielsweise schon in den Heats, wie gesagt, davor wirklich diesen Spot dominiert hat und alle anderen, die dort vielleicht ab und zu immer landen, wenn man die direkt alle immer killt und so extrem dort dominiert, dann haben andere Spieler schon keine Lust mehr dort zu landen, und das ist eben halt dieses Prinzip von einem Landing-Spot Alpha, dass man eben halt wirklich diesen Landing-Spot für sich claimt, und das ist eben halt insbesondere wichtig, wo wirklich nur eine einzige Runde vorhanden ist, wo alle Spieler immer gegeneinander spielen und man die sozusagen nicht changed, weil dann jeder Spieler natürlich genau weiß, der ist krass, gegen den sollte ich dort auf jeden Fall nicht landen. Und wenn man das immer geschafft hat, dann hat man natürlich so einen Landing Spot free. Allerdings muss man davor natürlich erst mal so ein bisschen den Skill beweisen, dass man so etwas schaffen kann, und das ist natürlich das Schwierige an dieser ganzen Situation. Letztendlich muss man es tatsächlich nur schaffen, wirklich ahead of the matter zu sein, gute Landing Spots direkt am Anfang zu erkennen, wenn sie rauskommen, damit man diesen einen Landing Spot eben halt für sich
claimen kann, damit alle anderen in der Region wissen, dass man selbst eben halt der Beste in diesem Spot ist, damit man dann eben halt nicht contestet werden kann. Und wenn man das schafft, hat man eigentlich den Free Win. Der Weg allerdings bis dahin ist sehr schwierig und dafür sollte man sich eben halt insbesondere in den nächsten Seasons, immer wenn neuer Landing Spot rauskommt, immer wenn es Map Changes gibt, sollte man sich immer das direkt anschauen, weil das wirklich insbesondere in dieser Season ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der gesamten Competitive-Szene war. Ich werde deshalb auf jeden Fall in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten versuchen, euch immer die neuesten Landing Spots zu zeigen. Das heißt, egal ob ich jetzt weiß, ob die gut werden oder ob die schlecht werden, werde ich die euch auf jeden Fall schon mal zeigen, Loot-Routen euch showcasen und dann eben halt dafür sorgen, dass jeder weiß, dass dieser Landing Spot gut sein könnte, damit zumindest meine Community dort drin auf jeden Fall sehr, sehr gut wird. Denn ich denke, diese Meta wird sich definitiv für die nächste Season auch noch halten bleiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.